Mit dem Auto in den Urlaub. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Kanal der Hukobok. Mit dem Auto in den Urlaub zu fahren, das bedeutet für uns maximale Flexibilität. Du kannst zu jeder Tages- und Nachtzeit losfahren. Du musst dich nicht um die öffentlichen Verkehrsmittel kümmern, im Urlaubsort oder gar einen teuren Mietwagen bezahlen. Das erledigst du alles ganz entspannt mit dem Auto. Es gibt natürlich auch Nachteile. Langes Stillsitzen, natürlich eine hohe Konzentration, eine hohe Anstrengung für den, der fährt. Aber wie man das alles erleichtern kann, siehst du in diesem Video. Auf Städtereisen sind wir gerne mit unserem Docker unterwegs, den wir umgebaut haben zum Mikrocamper. Aber was ist denn jetzt wichtig, bevor es losgeht? Das Auto sollte natürlich in einem technisch guten Zustand sein. Bevor es jetzt auf die Reise geht, wird der Motorölstand geprüft, das Kühlmittel wird geprüft und die Bremsflüssigkeit. Hier kann ich sehen, ob was im Argen ist. Genauso wie die ganzen Flüssigkeiten des Autos sollte man natürlich auch an die Reifen denken. Hier gucken wir an, wie der Zustand ist, wie ist die Profiltiefe vom Reifen und selbstverständlich kontrollieren wir den Reifenluftdruck, passen ihn gegebenenfalls an die Beladung, denn wir sind ja jetzt mit voller Besatzung und mit einem bisschen Gepäck unterwegs. Wer jetzt nicht genau weiß, wie viel Reifenluftdruck das Auto bekommt, meist in der Türinnenseite zu finden, hier die Angaben über die verschiedenen Luftdrücke. Ansonsten würde ich empfehlen, wenn man da sehr unsicher ist, frühzeitig einen Termin in der Werkstatt auszumachen und dran zu denken. Auch für die Werkstätten ist Urlaubszeit, also die arbeiten nicht unbedingt auch in voller Besetzung. Und hier gilt, wer früh kommt, der fährt sehr entspannt in den Urlaub. Das Scheibenwischwasser wird natürlich auch noch geprüft und aufgefüllt. Und in diesem Zug kann man noch mal angucken, wie sind denn meine Wischerblätter beieinander. Das ist kein Fehler, die vielleicht vorher noch zu erneuern. Wer jetzt in der Herbst-Winterzeit in den Urlaub fährt, sollte natürlich daran denken, dass auch ausreichend Frostschutz im Scheibenwasser ist. Jetzt kommt noch ein Tipp von meiner Seite, was man vielleicht einplanen sollte und mitnehmen könnte. Das ist die gute alte Schneekette. Schneeketten regeln auch nicht nur unbedingt im Winter. Wenn man jetzt auch im Sommer unterwegs ist und mal auf einer nassen Wiese steckt, dann könnte die Schneekette weiterhelfen und man kann sich freifahren. Ich bereite mich vor, wenn ich auf eine Reise gehe und wir sind ja viel unterwegs. Ich reinige die Frontscheibe, die Seitenscheiben, die Heckscheibe, gucke, dass die Spiegel sauber sind. Und da wir oft auch in der Dämmerung oder nachts fahren, gucke ich, dass ich vorher noch die Scheinwerfer reinige. Auch wenn ich sehr, sehr viel mitnehmen kann im Auto und flexibel bin, was brauche ich denn wirklich? Andere Länder, andere Sitten. Hier sollte man sich erkundigen, wie es in der EU aussieht. Und wenn man außerhalb der EU unterwegs ist, empfehle ich natürlich, sich vorher auch um die grüne Versicherungskarte zu kümmern. Die ist nämlich notwendig. Die Basis, was man dabei hat, sollte soweit klar sein. Verbandskasten und Warndreieck, das sind so die elementaren Sachen. Dazu kommen die Warnwesten. Andere Länder, andere Sitten. Hier gelten die Bestimmungen der
einzelnen Länder. Und da sollte man sich im Einzelnen auch informieren, was man mitführen muss. Natürlich sollten diese Utensilien leicht zugänglich sein, am besten auch von vorne, ohne dass man Gepäck ausladen muss. Wir haben die Möglichkeit, viel mitzunehmen. Hier gilt eins: Gepäckstücke über 5 Kilogramm sollten möglichst weit unten verstaut sein. Kleinteile sollten so verstaut werden, dass sie während der Fahrt bzw. im Falle einer Notbremsung nicht durchs ganze Auto fliegen. Des Weiteren achtet man darauf, dass man nicht über die Oberkante der Rückenlehne packt. Auch das sollte eingehalten werden, und das zulässige Gesamtgewicht, hier werden übrigens auch die Insassen mit dazu gerechnet, sollte auf keinen Fall überschritten werden. Diesen Wert findet man in den Fahrzeugpapieren. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit so kleinen Sortierkisten. Hier ist eine Küchenrolle drin, vielleicht ein paar Feuchttücher. Und gerade die, die mit kleinen Kindern unterwegs sind, sollten darauf achten, dass sie diese Utensilien auch greifbar haben. Das ist schon eine Zeit her, wo wir unsere letzte Vignette gekauft haben. Cleverer Tipp von meiner Seite: Vignette online kaufen, online buchen. Das spart auch wieder Zeit und Geduld. Ich gucke, was da unten ist. Da hat, glaube ich, mal einer gewohnt. Ja. Das ist schon krass, ne? Grenzposten. Ja. Werni. Das alles, weil der Werni mal pullern musste. Mal eine Pause machen, das gehört auch dazu. Und das ist natürlich, wie ich finde, ein riesiger Vorteil, wenn ich denn mit dem Auto unterwegs bin. Das kann ich auch frei planen. Und hier empfehle ich, so alle 200 Kilometer ein Päuschen zu machen. Wenn man mit Kindern unterwegs ist, vielleicht auch noch was öfter, und sich die Beine zu vertreten, mal in die frische Luft zu gehen oder einfach mal ein Nickerchen machen. Das war's auch schon wieder für dieses Video. Ich hoffe, ihr konntet den ein oder anderen Tipp mitnehmen. Wenn es euch gefallen hat, dann schenkt doch gerne ein Däumchen nach oben und lasst gerne ein kostenloses Abo da. Ansonsten würde ich sagen, gute Fahrt, sichere Fahrt und einen schönen Urlaub. Tschüss.